Die 8. Kirchheimer Friedenstour. Etappe 2. Wir starten ohne Regen. Die Michaelskirche in Kürnbach geht auf eine bereits um das Jahr 800 bestehende Kirche zurück. Hier findet sich das Grabmal für Bernhard von Sternenfels und seine Gemahlin. Das Tonnendach besticht erst seit 1726. Vorher war es Fachwerk, aber das ist abgebrannt. Sagte ich nicht, Schwerpunkt sind naturbelassene Täler, Flüsse und Bahnlinien? Aber erstmal das Landschaftsschutzgebiet Ravensburg über den alten Berg. Oben besichtigen wir passend zur Friedenstour ein Schachbrett. Das Spiel der Könige ist gewissermaßen auch ein strategisches Kriegsspiel. Taktieren und Lavieren beherrschen das Schlachtfeld. Türme, Läufer und Springer bilden die Infanterie und die Bauern werden geopfert. Schwer zu ertragen. Weiter, hinunter ins Tal des Riesenbachs. Und entlang der Zaber, auf der Trasse der alten Zabergäubahn. Rollschirme. Das war einst eine Schmalspurbahn. In Leonbrunn zeugt noch ein sogenannter Rollbock, wie Normalspurwagen damals transportiert wurden. Du
Durchs Baumbachtal erreichen wir Walheim. Entlang Enns und Neckar, dann Besigheim, wo wir die Altstadt besichtigen. Es sind drei Giebel. Ab Marbach folgen wir der Murr, um kurz darauf entlang der Budvar weiterzufahren. In Groß-Budvar haben wir Unterkunft, im ältesten Gebäude aus dem Jahr 1434. Danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.